Dass innerhalb von 22 Jahren in den bis zur deutschen Einheit hatten wir für den ca. 3.400 Tonnen lediglich 77 Tonnen in Deutschland. Und der Rest war in Lagerorten außerhalb Deutschlands entstanden und wurde aus geopolitischen Gründen in Zeiten des Kalten Krieges eben auch außerhalb Deutschlands gelagert. Und wir haben dann um die Jahrtausendwende, also 10 Jahre nach der deutschen Einheit, 930 Tonnen Gold aus London nach Frankfurt geholt und haben dann in der Umsetzung des Lagerstellenkonzeptes bis 2017 weiteres Gold nach Deutschland geholt, weil die geopolitische Lage sich geändert hat.